Hallo liebe Leute, das haben wir wieder, der Flo. Servus! Und ich, wir sind in Folge 87 vom Landwirtschaftssimulator auf der noch Standard-Map vom LS. Genau. Wie viele Felder haben wir jetzt noch? Insgesamt haben wir jetzt noch ungefähr drei Felder, die Ja, sind zweieinhalb. am Ernten, ne? Du bist da eh gerade schon im Drescher oder was gerade? Nee, ich war beim Abtanken. Okay, also Und abgetankt ist jetzt. du gehst über hier die zwei Sachen. Das Fass, das du hier hingestellt hast, mal schnell zu waschen. Ich glaube, der Grubbe ist hängen geblieben, dann mache ich den jetzt schnell mal per Hand. Genau. Ja, der ist hängen geblieben. Das Fass fahren wir weg. Parken. Genauso wie wir dann den Düngensteuer noch schnell parken. Backschnitzel haben wir ja keine mehr, oder ne? Wir hätten noch Kartoffeln oder sowas im Ja, aber das sind die, die wir mal am Anfang gehabt haben. Ich meine, die würde ich drin lassen. Wir haben ja nie irgendwie Kartoffeln gemacht. Das stimmt. Und dafür das Geld zu kassieren, finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Da hast du recht. Große Nachfrage von irgendwas war auch schon lange nicht mehr da. Nee, vermute ich oder hoffe ich, dass bald mal wieder kommt, damit wir wieder was verkaufen können. Gerste dürfte dann demnächst kommen, das wäre egal, weil letzte Fall Gerste, was wir jetzt gerade ernten, Raps kann kommen, Weizen kann kommen. Die Silage sollte sich noch ein bisschen hinauszögern am besten. So lange, bis wir das geerntet haben und verdichtet und verkauft. Genau. Haben unsere Kühe eigentlich gerade noch was zu fressen? Ja, die laufen noch auf 100%. Brauchen wir den Traktor eigentlich noch? Nee, oder? Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch den schnellen grünen Traktor. Dann wird Warum den dem ich grünen? zum Abtanken und so hätte ich ihn dann Ach, hergenommen. da hängt doch jetzt schon der andere dran. Ja, dann brauchen wir den sogar. Brauchen wir den noch? Ja, ich habe mir jetzt auch mal geparkt. Wir brauchen unseren LKW noch zum Abtanken. Wir brauchen. Ist das Feld 22 unten eigentlich schon gedüngt? Jupp. Ja, doch, stimmt, das habe ich sogar ich gedüngt. Und es ist auch gleich fertig gewachsen. Ein kleiner Teil noch in der letzten Wachstumsstufe. So. Dann können wir da unten gleich mal den Krone Big X. Nein, kann man noch nicht anschalten, weil wir noch nichts haben, wo man abtankt, mit dem man abtanken kann. Ich glaube, das jetzt. Nee. Wir hätten ja zwei Anhänger, dann können wir da den zweiten anhängen. Ja, wir haben keinen zweiten Dolly und wir fahren doch nur mit Traktoren aufs Feld und nicht mit dem LKW, haben wir Ach gesagt. so, stimmt. Ja, stimmt, ja. Aber wir können jetzt eigentlich erst, bevor wir das Rapsfeld machen, machen wir Mais, würde ich sagen. Weil ja, beim Mais müssen wir dann noch warten, bis das fertig gedingselbumstet Gerd. ist. Geht, genau. Deswegen jetzt Genau. schnell hier. Brauche ich einen Wie alt Dresch. bist du mit dem Feld 30? Fast fertig. Fast fertig, ja. Ich bin jetzt auch fast fertig mit dem Grubbern. Einmal noch hoch und runter. Dachte mir gerade, warum fährt er denn so langsam? Aber irgendwie bin ich erst von der Taste wieder runtergekommen. Oh Mann, wie lange das beim Autofahren nicht passiert. Nee. So wie ein Freund auch versehen letztens. Da hatten, jetzt pass auf, das ist falsch verzeihen. Zweiten, dritten. Ich glaube, er wollte den dritten Gang reinschalten und hat aber gleich einen fünften reingebracht. Ja, das ist Dann nicht hat so er halt schlimm. den überhaupt nicht gezogen. Und hat richtig Schiss gekriegt, was jetzt auf einmal los ist. Warum zieht das Auto nicht?
Ich so, du hast einen fünften statt einen dritten drin. Oh, ja, danke. Vor Anfänger, da passiert sowas noch. Er hat es halt richtig nicht gepeilt. Genau, dann ist der hier fertig. Komm, lad voll. Und ich bin auch fertig. Und dann würde ich sagen, schnappst du dir schnell den LKW. Oder? Mache ich. Und fährst schon mal runter zum Feld. Ich komme auch sofort nach. LKW, wo steht er denn? Das ist noch die Frage, wie machen wir es? Soll einer immer auf dem Feld fahren und der andere fährt. Wir haben ja gesagt, wir fahren mit dem LKW nicht aufs Feld. Wow. Gerade noch. Ja, so hätte ich es auch gesagt. Ich auch, Einer also. fährt immer auf der Straße. Ups, bisschen zu schnell gewesen. So, ist immer noch nicht fertig gewachsen. Der meint. Ja. Ja. Rowdy, du. Wie du so langsam fährst. Ella. Boah, da drängt er mich einfach ab. Ja, aber laut Sicht ist das schon fertig gewachsen. Ah, jetzt ist es auch fertig. Nur dann hauen wir den Drescher, schmeiß ihn an. Dann fahre ich erstmal auf dem Feld. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das ergibt. Gruppe ist Bei fertig. mir ein Bonneberg X mit einem Helfer oder? Ja, die erste Reihe müssen wir noch nicht mit dem Helfer fahren. Aber danach muss ja einer mal auf der Straße und einer muss abtanken. Dann willst du jetzt erst einen Kronenbeck X fahren oder den New Holländer? Ja, ist mir wurscht, ich stelle gerade noch kurz einen Helfer beim Ding ein. Was willst du machen? Ich bin schon dran. Wir müssen schnell aus dem Weg fahren. Der da steht hier im Weg. Was denn? Ich komme ja schon. Ich brauche schon den richtigen. Hör auf. Hab ich nämlich auch. Go, go, go. Warte, er kennt sich noch nicht jetzt. Also ich fahre 9 km/h. 9 km/h, dann stellen wir das doch mal ein. Schwankt immer zwischen 9 und 10. Jetzt haben wir schon 10%. Ernsthaft? Ja. Fuck. Geht echt flott. Und ich fahre mal 10 km/h. Ich glaube, kommt eher hin. Ja, bei mir steht 9.25. Ich einmal hoch und runter, dann ist der voll. Wir fahren im Kreis. Ach so, stimmt ja. Das stimmt. Oder? Die erste Ladung hätten wir eigentlich mit einem Lastwagen fahren können. Ja, ist mir auch auf reingefallen. Aber egal. Wie viel Prozent bist du bei 40? Hast du gerade eigentlich jetzt irgendwo unseren Gruber eingeschaltet? Ja. Optimal.
Man fällt 22, wenn wir dann zum Schluss höchstwahrscheinlich nicht mehr knuppern. Achso, unser Zeug ist noch nicht fertig gegärt und wir müssen noch hier kurz Knupper einschalten. Ja, geht gut. 60%. Wird schnell voll, das muss man schon sagen. Das Feld ist auch noch so riesig. Den Kronenberg X kann man auch von Indoor-Ansicht fahren, weil man es relativ gut erkennt, ob man zu weit weg ist oder nicht. Ziemlich eng. Gerade noch so, aber ideal. Wie krass ist denn das? Wir haben fast den Anhänger voll gemacht bei einmal fahren. 80%. Da legst du mir am Arsch. Lieber nicht. Ernsthaft bei 84%. Also es geht nicht hoch und runter zu fahren. Nein. Keinen Fall. Huch. Ja, vorne. Wenn man wahrscheinlich dann eh schon fast auslernt. Ja, da vorne machst du dann auch einfach einen Cut. Und wenn wir es überhaupt zwei schaffen. Ja, ich hab's jetzt auch gerade gedacht. 98. 99, nein. So, dann lass den da einfach stehen und bring ich den mit. Ich komme im LKW darüber. Und dann fahre ich jetzt erstmal die erste Fuhre zur BGA, würde ich sagen, oder? Okay. Ich mach das jetzt mal auf die schnelle Art und Weise. Hör auf. Komm nur zu dir? Na, er ist gleich stehen geblieben. Schade. Ich dachte, dass er weiterrollt. Und so schnell wie du. Du hast aber einen Dolly noch dran. Ach, okay. Nee, ich hab gar keinen Dolly. Ich hab's verkackt. Nee, du brauchst ja auch einen Dolly. Ja, aber der Dolly hängt vorne dran. Idiot. Du hast ja gar keinen Dolly. Hetz mich nicht. Erstmal warm Blinker rein. Sag mal, hast es dann? Ja, warum machen der das gerade nicht? So, warte, jetzt mal bloß schauen. So, jetzt glaube ich stimmt's. Ja. Aus dem Weg. Danke, jetzt hängt er dran. BGA ist in die Richtung, oder? Ja. Brumm, brumm. Ich vermute, das kann jetzt durchaus eine Zeit lang dauern, bis die hier alles geerntet haben. Hier ist unsere Gärtnerei. Das Gartencenter. Waren wir auch noch nie? Haben wir noch nie was eingekauft? Nee, das ist eigentlich nur. Eigentlich sollten wir schon fast noch aufforsten, aber. Nö. Nein. Keine Lust mehr. Darf unser Nachfolger machen. So viel Bäume haben jetzt auch wieder nicht gefällt. So, und ich starte schon wieder durch. Ich sehe die BGA. Schauen wir, eher fertig ist. Ich glaube, ich bin vor dir da. Und ich fahre aber auch wieder an die Stelle, wo der Hof ist. Weil ich vermute. Ach so, also am unteren Ende vom Feld. Ja, dass du da irgendwo ja fertig bist.
Scheiße, wir haben jetzt sogar noch was in der BGA drin an. Und sogar gar nicht so wenig. Naja, bei 25% bin ich schon. Hast du schon ausgeleert? Ja. Siehst du da. So. Schauen wir mal auf der Map zu. Gleich noch ein bisschen verdichtet. Er fährt raus. Die Schranke war nicht schnell genug offen. Sauerei. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg. Und dürfte. Warum bleibst du stehen? Oh. Wahrscheinlich bist du ihm zu nahe gekommen. Korrekt. Der mag das nicht, wenn man immer auf die Pelle rückt. Was war denn das? Ein Boost. Ach, da hast du jetzt einen Skorpion hingefahren. Mit 52% habe ich aber auch schon. Ja, aber ich bin gleich da. 70% schaue ich noch, bis du da bist. Ja, wobei, nicht ganz. So. Jo, ich stelle mal den Motor aus, während der Freund so langsam da unten dahin tuckert. Kann dann ja eigentlich jetzt gleich schon. Ja, wobei. Das eine Eck war jetzt schon noch. Ja, da fast schon noch schnell hoch. Ich schau aber mal kurz bei. Aber ich weiß nicht, wie lang geht denn die Folge denn schon? Wir sind bei 16 Minuten. Ich weiß nicht, ob man nicht dann das Ganze dann noch ein bisschen. Selbstständig, also ohne aufzunehmen, das restliche Feld fertig machen. Ich vermute, dass wir das machen werden. So dass wir dann einfach in der nächsten Folge den restlichen. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich fahre jetzt noch eine Runde übers Feld mit euch, während der Flo den LKW wegbringt. Er schafft das genau bis zur Ecke, ja. Und dann wird die Folge zu Ende sein. Die 4 Minuten. Die machen wir so. Daher, weg da. Raus. So. Okay, stimmt. So. Und ab geht's. Plane schließen. Hast du vorher die Plane geschlossen? Nö, es regnet ja nicht. Trotzdem. Und go, go, go. Denke ich mir auch gerade, der sollte ich mal zumachen. Hau rauf! Ja. Wir haben jetzt einen schönen Kommentar bekommen über die Dichte. Und. Warte, was haben wir jetzt gerade geladen? Mais. Auf den Mais hat das glaube ich nicht dazu geschrieben, oder? Er hat. Nicht. Doch, er hat 4 Sachen. Muss ich schon nochmal kurz schauen. Aber das ist ja Häckselgut. Häckselgut ist dichter wie Mais, glaube ich. Mais steht auch mit dabei. Hafer, Gerste, Roggen und Weizen. Aber, ja, Mo, ein herzliches Dankeschön. War ganz schön, das zu sehen. Ja, das geht echt flott. Ich bin schon wieder bei 20%. What the fuck? Wo bist du schon? Ich bin diesmal nicht so schnell, weil während ich rausgetappt bin, bin ich an der Laterne hängen geblieben. Ich seh's. Du stehst beim Kuhhof, bei der Kuhweide. Aber es geht schon weiter.
Und da ist auch schon die BGA. Ja, ich bin schon bei 37%. Ich war bei 25% war ich an der BGA, glaube ich. Er fährt wieder quer aufs Feld. Die Schranke öffnet echt fast zu langsam. Ja, wie gesagt, ich bin hängen geblieben. Da bin ich bei 50%. Wie geht's bei dir voran? Ja, bin beim Auskippen, einmal kurz verdichten. Fahren wir nochmal hin und zurück. Fuck, ist das ein fettes Feld. So. Dann starte ich jetzt. Und mach mich auf den Weg. Zu mir. Juhu. Ja, jetzt haben wir hier noch eine Kurve und ich würde sagen, der Flo und ich enden jetzt noch ein bisschen offline weiter, also offline ohne Aufnahme meine ich damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wirklich die letzten Verkaufsaktionen, vielleicht die letzten, naja, Verkaufsaktionen des Rapsfeld noch machen und sowas. Genau, dann sehen wir uns zur nächsten und wahrscheinlich letzten Folge auf dieser Map. Ich nehme, schaltet ein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.